Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skate 2. Und ja, wir, der hässlichste Typ der gesamten Welt, sehen aus wie Kevin Großkreuz. Naja. Muss ich mitleben, ne? Ich nehme mal gerade mal ein bisschen. Ja? A Bob Showy, dir wohl. Wir sehen da auf unserem Radar. Radar. Ein Fragezeichen, also eine Glühbirne mit einem Fragezeichen und mal gucken, was das ist, weil ich kenne mich ja selber mit diesem Spiel hier nicht aus. Ich habe es ja auch selbst noch nie gespielt. Mal schauen, was das ist. In Skate 3 waren sie ja die Eroberer das Grundstück. Ich hoffe, das ist es nicht. Der kleine Flipper. Du bist im Knast vielleicht ein bisschen eingerostet. Also wärmen wir uns mit ein paar Tricks auf. Du hast es sicher bald wieder drauf. Okay. Alles klar, zeig uns einen Olli. Mach einen Olli. Okay, Hey! Mach einen Kickflip. Hey! Mach einen Pop Show It. Hey! Alles klar, zeig mir den 360 Pop Pop Show It. Hey! Nolli! Herausforderung erledigt! Ja, so schnell geht das. Ich bin einfach noch drinne. Belohnung. Wer da? Geld gesammelt. 100. Der kann hier Geld sammeln? Okay. Okay. Den hier reingelassen? Tiban Kosten, was geht denn bei euch ums ab? Ich weiß du, das ist eine Weile her. Echt crazy, wir haben Steppys Website gecheckt, die ganzen guten alten Spots und so ein Zeug. Das Mac meinte nur, Dude, geh hin, check aus, was heute so abgeht. Also, tja, da sind wir. Ist Steppy hier? Ja, ich bin hier. Hey, was geht, Steppy? Ich bin Atiba vom Mac. Bist du down, wenn wir hier eine Runde shooten? Macht, was ihr wollt. Jo, cool, dass ihr gerade heute aufschlagt. Hier ist jemand frisch aus dem Knast. Wir suchen eine Session. Cool, dass du draußen bist. Eine fette Knast-Session, sweet. Schon okay, Mann. Sieht doch schon viel lockerer aus. Hast doch immer geil gerippt. Hey, Atiba, hol mal die Cam raus. Okay. Okay, wir haben jetzt eine Menge neue Aufgaben hier. Wir machen natürlich mal zuerst das Foto, weil das interessiert mich jetzt. Sind das diese Fotos, die man auch in Skate 3 hatte? Bitte keine Porträts. Leg für Atiba einen geschmeidigen Grind mit Slappys Schild im Hintergrund hin. Du kannst die Whale oder die Ledge grinden. Aber achte darauf, dass Atiba dich sieht. Ach, ja klar, warum soll der mich nicht sehen? Yeah, hier ist es echt cool. Check das aus. Siehst du die Rail vor Slappys Schild? Ich mache ein Foto, wie du sie grindest. Okay. Hört sich cool an. Foto-Challenge erledigt. Gerockt. Es gibt wieder gerockt und gekillt. Oh nee. Ja, es sieht auch gut aus. Richtig geil. Yeah. Jawohl. Wieder Geld gesammelt. Gesamt 195 Euro. Oder Dollar, wie auch immer. Da hinten haben wir jetzt ein neues Foto. Ich mache aber jetzt mal mit einem Ausrufezeichen weiter. Manny-Style. Oh ne, keine Manny-Flips. Ach so, Manuals. Okay. Manuals sind Wheelies, nur auf dem Skateboard. Mit Manuals kannst du Tricks verbinden und Sequenzen verlängern. Krasse Sequenzen sind der Schlüssel zu hohen Scores, also trainiere deine Manuals. Oder deine Manys. Ich weiß doch, wie ein Manual geht. Einfach. Okay, du hältst dein Gleichgewicht. Jawohl. Jetzt flip aus dem Manny raus. Alles klar, bist du bereit? Jawohl. Okay, das war auch eine einfache Aufgabe, aber das ist ja erstmal der Anfang von Skate 2. Später wollen die Tricks von dir, von denen hast du in deinem Leben noch nie was gehört. Das ist ja auch der Grund, warum ich kein Skate 3 mehr mache. Weil die Tricks von mir verlangen, die habe ich noch nie im Leben gehört. Okay, also die Glühbirnen scheinen Tutorials zu sein. Das heißt, ich werde erstmal die Tutorials machen. Die Kunst des Pumpens. Ah, jetzt kommt das Pumpen. Pumpen ist der Schlüssel zu viel Speed. Für die einen ist es eine vergessene Kunst, für die anderen das Geheimnis hinter fetten Airs, riesigen Gaps und das Durchbrechen der Schallmauer auf der Straße. Was?
Mach drei Airs. War das nicht das hier? Was genau wollt ihr von mir? Was genau wollen die von mir? Ja. Aha. Okay. Ach, 3 Meter eher ist einfach nur... Ah, okay. Jetzt weiß ich, was sie von mir wollen. Nein, du sollst nicht grinden, du sollst 3 Meter eher machen, bitte. Komm, das waren doch jetzt 3 Meter. Nein? Das aber. Jawohl. Und da fliegt er zum Abschluss nochmal auf die Fresse. So wie es man von mir gewohnt ist. Jawohl. So, jetzt haben wir nur noch das Foto, das nächste. Fotos fand ich ja schon in Skate 3 ziemlich geil. Fotos waren so meine Lieblingssachen. Hoch hinaus. Anscheinend will Atiba für das nächste Skateboard... Für das nächste Skateboard mag was Gefährliches sehen. Dieses Deutsch. Okay, anscheinend will Atiba für das Skateboard mag was Gefährliches sehen. Ja, sehr gutes Deutsch. Verschiebe die Rampe um, verwende sie, um auf die Funbox zu kommen, damit Atiba sie Foto kriegt. Also, Atiba ein Foto bekommt. Ja. Was ist denn die Funbox hier? Ich glaube, du musst erst was wegschieben, bevor du da oben skaten kannst. Achso, das. Aber wenn du das machst, dann filme ich das auf jeden Fall. Der will ja erstmal, dass ich hier. Wie macht man das? Ach, mit R1 ganz normal grabben. Und dann dahin. Ja. Ich fürchte, davon erholst du dich nicht so schnell. Was zum Fick? Ich bin einfach nur gerannt und hab das hier gedrückt. Und dann ist er auf die Fresse geflogen. Aber wie? Hey! Ich glaube, ich muss das ein bisschen weiter nach vorne stellen. Ein bisschen weiter nach vorne, so. Dann können wir jetzt vielleicht... Nein! Ah! Ich hätte... Habe ich einen Marker? Oh, ich habe einen Marker. Geil. Warum benutze ich den eigentlich nicht? Jetzt hör doch mal auf zu stürzen. Gott. Fängt ja schon wieder gut an hier. Und das Telefon klingelt. Aber die Foto-Challenge ist erledigt. Oh ja, Telefon ist gut. Jo, welches von denen gefällt dir am besten? Das sieht irgendwie schon geil aus. Nimm mal das. Perfekt! Ey, nicht ehrlich, oder? Es tut mir leid, wenn das Telefon vielleicht ein bisschen im Hintergrund zu hören ist. Alter. Ja, ich rufe ja gleich zurück. Ist ja kein Problem hier. Sicke Session, du. Das war der Banger. Yeah, Baby. Hast es immer noch drauf. Ein bisschen mehr Zeit auf dem Board und du rippst wieder, richtig. Ja, du hast die Rail gekillt. Hey, yo, Steffi, danke nochmal für die Session, aber ich muss jetzt echt los. Ich treffe TK und Braden downtown. Downtown, hä? Okay, Leute, ihr wisst, da hat sich einiges geändert. An eurer Stelle würde ich den Ball flach halten. Ich meine, ihr könnt das skaten, aber lasst euch echt nicht erwischen. Okay, Alter, danke für die Warnung. Wir sehen uns später. Later. Dude, Redder, wir haben keine Ahnung, worauf die sich da einlassen. Downtown geht's harscher ab, als die sich vorstellen. Mit wem sagst du das? Die alten Spots sind alle dicht und die neuen werden dicht gemacht, bevor wir auch nur dran riechen konnten. Es wird Zeit, dass du mit der Arbeit an deinem Sponsorentape anfängst. Skate du mit Slappy zur Schule. Wo ist Slappy? Slappy der Happy Ho? Bist du Slappy der Happy Ho? Slappy der Debbie? Ja, folge Slappy. Bleib mir halt der... Ah, das kennen wir auch noch.
Der erste Spot ist bei der Schule. Vereinfacht Slappy nach, der holt wahrscheinlich sein Zeugnis ab. Abendschule rockt. Ja, geil. Okay, Slappy. Zeig mal, was du drauf hast hier. Oh Gott, das kenne ich noch zu gut. Haben wir auch oft verkackt. Das ist gar nicht... Yo. Yo. Slappy. Warum? Behelpen wir. Was ist denn los mit dir? Bist du? Ja, und schon verkackt. Wir sind noch keine 5 Meter gekommen. Was bleibst du auch die ganze Zeit am scheiß Dings da hängen? Du bist doch ein Idiot. Du springst nicht mehr so hoch wie in Skate 3. In Skate 3 fand ich, bist du höher gesprungen. Oder du musst das noch so ein bisschen skillen. Sehr cool, wenn man hier so seine Fähigkeiten ein bisschen skillen könnte. Slappy the Happy Ho. Oh, jo. Slappy! Okay, das war meine Schuld. Das sehe ich ja nur ein. Slappy! Warte auf mich! Da hinten ist das Ziel! Hi. Perfekt! Oh, ich wollte noch gegen die Wand fahren. Das hier ist die Schule, Mann. Hier fangen wir an, dein Sponsorentape zu drehen. Der Spot ist der Hammer, Mann. Zieh dir das rein. Ist echt geil. Hier können wir ein... Ah, ja, stimmt. Ein Video. Das Video machen wir noch. Da fackel ich gar nicht lange rum. Schulschluss! Sind Whales und Leds mit kleinen Metallspitzen versehen, sind die gecapped. So werden bestimmte Gebiete vor Skateboardern geschützt. Der erste Spot, an dem Redder drehen will, wurde offenbar geblockt. Shit. Ein Glück, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt, ein Stairset zu skaten. Kickflip den ersten Stairset, Nolly den nächsten. Okay. Den ersten Kickflip, den zweiten Nolly. Aber wir sind ja vielseitig. Skate einfach die Stufen. An. Wie soll man denn das erste? Yo, komm schon, nächster. Ach, du hast nur einen Versuch. Ach so. Ach ja, Nolly. Nein, du sollst Nolly machen. Oh, das war in Skate 3 ein bisschen besser gelöst. Da konntest du das versuchen und sobald du eine Sache falsch gemacht hast. Ja, wie willst du da einen Nolli runter machen, bitte? Ach, oh, ich bin ein Idiot. Ja, gut, ich war gerade ein bisschen abseits. Nolli, klar. Ich bin ein Idiot. Ah, shit! Ah, das ist der erste Film und der ist schon kacke. Oh, das war ein Pop-Show-It. Entschuldigung. Hey, das war nichts. Alles klar, ich wäre dann soweit. Warum hast du denn jetzt einen Olli gemacht, du Arsch? Ist doch egal, gleich nochmal. Okay, wir nehmen auf. Ach du Scheiße. Ey, das ist gar nicht so einfach. Bist du okay? Ey, das ist der erste Film. Ich bin schon zu doof dafür. Mann, du sollst über die Treppe springen, nicht in der Treppe hängen bleiben, Mann. Mann! Der Kickflip ist ja gar nicht so schwer. Außer er macht einen Ollie. Oh, Jung. Kevin. Hör auf, einen Ollie zu machen! Ich drück die Tasten, also ich bewege den Stick für einen Kickflip. Ungelogen. Das glaubt ihr gar nicht, ne? Was fährt er denn hier für eine Scheiße zusammen, sag mal? Was kannst du eigentlich?
Ja. Ja, also, geht doch. Weißt du, was so cool daran ist? Mann, war das jetzt so schwer? Sieh dir rein, wie gut ich dich ein Kickflip und ein Nolli, komm schon. Sauber, echt sauber, ja. Dafür, dass ich davor 10-mal verkackt habe. So, es wird gespeichert. Da hinten ist der nächste Film. Und was das für ein Film wird, sehen wir erst im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, so wie mir, dann könnt ihr gerne im nächsten Part wieder einschalten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich sage bis dahin, tschüss.